Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers Survival. Ihr seht, es ist Nacht. Es hat Gründe. Bevor wir jetzt aber anfangen, habe ich Dinge getan. Nämlich, ich habe euch auf Discord eine Umfrage geteilt, in die ich übrigens bis dato noch nicht reingeguckt habe. Ich kenne das Ergebnis noch nicht. Das werden wir uns gleich zusammen ansehen. Ich habe euch gefragt, wie ich weiterspielen soll. Entweder ich gehe voll auf Sicherheit, was heißen würde, ich verschweiß die Base hier, mach die fahrbereit, mach einen Erzdetektor an, such nach Kobalt, such nach Magnesium, bau mir ein ordentliches bewaffnetes Schiff, flieg zum Mond. So wie der ursprüngliche Plan mal war. Zweite Möglichkeit wäre, ich gehe auf Risiko. Auf Risiko heißt, wir schnappen uns mein Mining-Fahrzeug hier, das ich übrigens fertig verschweißt habe, genauso wie die zweite Batterie. Machen einen Erzdetektor provisorisch hinten dran, einen großen. Suchen nach Kobalt, weil ohne Kobalt geht gar nichts. Und wenn wir Kobalt haben, baue ich provisorisch irgendwas, was fliegt und fliegt zum Mond, um mir Gold und Silber zu besorgen. So schnell wie irgendwie möglich. Ich habe Angst, weil ich kenne euch. Deswegen, wenn er mich jetzt als Space Engineers raustappen lässt, bin ich glücklich. Ja, lässt er mich. Genau, wie soll mein Spielstil in Space Engineers weitergehen? Ich habe hier nur nicht reingeguckt. Ich gucke jetzt rein. Okay. Das ist relativ eindeutig. Ich gehe auf Risiko. Es wollten tatsächlich zwei Leute, dass ich auf Sicherheit gehe. Mich würde jetzt echt interessieren, wer das war. Schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt echt interessieren, wer das war. Okay, wir gehen auf Risiko. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe die Raffinerie fertig verschweißt. Ich habe das Mining-Fahrzeug fertig verschweißt. Ich habe ein bisschen Steine gemeint. Was heißt, wir haben momentan 1837,95 Kilo Eisen, 899 Kilo Silizium-Halbleiter, 416 Kilo Nickel. Ist besser als nix, geiles anders. Aber es ist mal etwas. Das sollte auf jeden Fall reichen, um das Teil hier mit einem Erzdetektor auszustatten. Was ich nicht tun werde, ist ein Small Grid Erzdetektor zu nutzen, weil der hat nur eine Reichweite von 50 Metern. Durch den Procedural Ores Mod vermute ich, dass der nicht reichen wird, um irgendwas zu finden. Deswegen nehme ich meinen Hut an und wir suchen uns einen Rotor. Ich hoffe, dass ich schon Rotoren bauen kann. Ja, kann ich. Einen weiterentwickeln. Moment, den schmeiße ich mir mal hierher. Genauso wie einen Erzdetektor. Denn ich will einen großen Erzdetektor hier drauf. Und genauso will ich auf der Karre hier nämlich noch einen Wasserstoffmotor. Denn ich will nicht, dass meine Batterien flöten gehen. Easy. So, den. Ja, das sieht kacke aus, wenn ich den. Ich muss hier dann eh noch ein bisschen Panzerung drumrum machen. Den setze ich aber hierher. Und auf beiden Seiten. Einfach der Gleichmäßigkeit wegen. Weil ist hübscher. Dann brauche ich aber nämlich auch noch Förderleitung. Kleine Förderleitung, genau. Dann machen wir hier nämlich eine kleine gebogene Förderleitung hier dran. Und ich habe keine interne Panzerung. Läuft. Erstmal interne Panzerung machen. Tü. Nicht das Survival Kit. Das, machen wir kurz 3-4 Stück. Das geht relativ zackig. Ich bin froh, dass ich die Montageanlage und die Raffinerie jetzt habe. Jetzt dauert nicht mehr alles so ewig. Einmal. Und drüben das Ganze nochmal. Denn ich habe das dumme Gefühl, dass die eine Solarzelle niemals nicht ausreicht, um, okay, ich komme hier relativ weit, also das in Konstruktionsplaner, dann machen wir das auf der anderen Seite genauso. Um die beiden Batterien laden. Besonders, wenn ich einen großen Erzdetektor drauf habe. Denn der braucht Dampf.
Das ist ein bisschen der Nachteil an dem Ding. Das Ding braucht echt eine Menge Strom. Aber das sehe ich jetzt mal weniger als Problem. Vor allem kann ich mit den Wasserstoffmotoren im Grunde unbegrenzt Strom erzeugen. Bam. Okay, das hier dauert noch. Ja, das dauert jetzt einen Moment. Erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare unter Video Nummer 1. Das ist ja zu diesem Zeitpunkt schon online, schon länger. Und ihr habt das fleißig geguckt und fleißig kommentiert und das voll toll. Folge 2 kommt zum jetzigen Zeitpunkt, ist es aktuell nur für Patrons einsehbar. Wenn ihr Interesse habt, mich zu unterstützen, findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung. Und für alle anderen wird zum jetzigen Zeitpunkt morgen das Video öffentlich. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist relativ lang. Im Vergleich zu zum ersten Video ist das zweite sehr lang geworden. Wie lang das heute wird, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Alle Komponenten wurden erfolgreich entnommen. Ja, prima. Bam. Einer fertig. Und zwei fertig. Jetzt gehe ich mal hier kurz in den rein. Der ist nämlich aus. Jetzt machen wir den mal an. Der sollte auch an sein. Warum läuft der jetzt nicht? Wasserstoffmotor. Die laufen nicht. Aber der sollte doch eigentlich an sein, weil es ist Eis drin. Es ist sogar eine ganze Menge Eis drin. Why don't they love? Erzähl mir warum. Ich verstehe es nicht. Sag bloß, das geht so nicht. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich echt ein Problem, wenn das so nicht geht. Obwohl die eigentlich verbunden sein sollten. Weil die sind verbunden. Ja, Block ist an. Förderssystem benutzen, an. Jetzt, ich muss ihn einmal aus- und einmal einschalten. Dann geht's. So, jetzt werden nämlich die hier geladen. Genau. Wir sind hier bei 73% und die andere Batterie, die habe ich ja erst gebaut, die ist bei jetzt dann gleich 30%. Okay. Das hätten wir. Dann brauchen wir einen Rotor, für die ich Stahlplatten benötige. Hinlo, Stahlplatten. Keine. Das ist okay. Montageanlage. Mach mal drei Stahlplatten. Ich mach dann eh alles mit dem Dingens, mit dem Bildplaner, weil Bildplaner rocks my life. So, dann machen wir den weg. Ich hätte gerne einen Rotoraufsatz. Genau, einen großen. Und auf den großen Rotoraufsatz geht das mit dem weiterentwickelten Rotor gar nicht. Moment. Bin ich jetzt doof? Ach nee, da brauche ich glaube den normalen, ne? Dass es geht. Nee. Rotor. Mach das mal. Kann ich auf den kleinen Rotor... einen großen Rotoraufsatz machen? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es jetzt so geht. Das ist eigentlich echt ein Problem. So. Jetzt machen wir mal
Ja, jetzt. Rotoraufsatz hinzufügen. Nee, das ist ein kleiner. Ich hätte gerne einen großen Rotoraufsatz. Moment, Bedienfeld. Roto. Rotoraufsatz hinzufügen. Kann ich den großen? Kann ich da nicht dran machen? Scheiße. Das heißt, ich muss mit einem kleinen Erzdetektor zurechtkommen. Ich muss. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber ich muss. Na gut, dann machen wir uns einen kleinen Erzdetektor. Und hoffen, dass ich mit dem was finde. Das heißt, wir gehen dann jetzt auf Tour. Nice. Na gut, ob das so nice ist, weiß ich jetzt noch nicht, weil das läuft ja nicht so, wie ich das gerne hätte. Bam. So. Reichweite. Jupp, bei 50 Meter ist nämlich rum. Ich hoffe, die 50 Meter reichen aus, dass er irgendwas findet, außer Eis. jetzt gucken wir als erstes mal, habe ich hier schon... Ich habe hier noch keinen GPS. Das heißt, ich setze mir hier einen GPS, der heißt Home. Home, dass ich hier wieder herfinde. Und jetzt hocken wir uns in unsere Karre. Machen das Licht an. Ich habe ja Fettscheinwerfer. Gehen ein bisschen in eine hübsche Ansicht. Und fahren wir mal los. Und hoffen, dass ich was finde, was nicht Eis ist. Und das mitten in der Nacht. Dinge, die man braucht. Mitten in der Nacht nach Zeug suchen. Das Problem ist, ohne Kobalt komme ich nicht mal vom Planeten weg. Weil für Wasserstofftriebwerke benötige ich Metallgitter. Das heißt, ich brauche mindestens Kobalt, um irgendwo hin zu können. Magnesium brauche ich nicht. Ich muss es zugeben, ich finde überhaupt nichts. Also gar nichts, nicht mal ansatzweise. Jetzt ist die Frage, ob ich mit einem kleinen Erzdetektor überhaupt die Chance habe, was zu finden. Wenn nein, was machen wir dann? Meine Idee wäre, ich fahre zurück Richtung nach Hause, gucke, ob ich auf dem Weg jetzt halt noch irgendwas finde. Wenn ja, ist gut. Wenn nein, bleibt mir leider nichts anderes übrig, als die große Base, zumindest die Radaufhängung zu und die Räder zu verschweißen, dass das Ding fahrbar ist und einen Erzdetektor ranknallen und mit der großen suchen. Weil der große Erzdetektor halt eine Reichweite von 150 Metern und nicht nur von 50. So viel Zeug gleich reinwerfen wie möglich. Nochmal abholen, ne? Immer noch nicht. Da fehlt immer noch Zeug. Ja, bisschen mehr Zeug. Ja, die großen Räder, die brauchen halt auch Unmengen Material. Ich muss mir was setzen. Nämlich die Handbremse. Handbremse. Halt. Anhalten. Denn wir brauchen noch was. Nämlich Licht. Innenbeleuchtung.
Kostet die immer zwei? Die kostet immer zwei Herstellungskomponenten. Das heißt, ich mache mir... Moment. Montageanlage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für 6 Lampen mache ich mir Herstellungskomponenten. Oh, ich hätte noch welche. Na gut. Das ist mir aber egal. Denn ich muss mir erstmal Licht montieren. Die 5. Da zwei Lichter. Dann machen wir hinten nochmal zwei ran. Aus Gründen der Übersicht. Eins da. Eins da. Licht. Licht. Und noch zwei an die Seite jeweils. Die Seite von der Batterie und auf die Seite von der Batterie. Wir brauchen nämlich, soweit ich weiß, keinen bis kaum Strom. Mein Wasserstoff ist so gut wie leer. Wasserstoff ist wieder voll. So, das heißt, ich schnappe jetzt hier meine ganzen Innenbeleuchtungen, so wie sie sind, und setze den Radius einfach mal auf 20 Meter. Und dann sehen wir auch was. Nice! Ich kann mich nicht wirklich schnell bewegen. Weil, ne? So, was wir jetzt als erstes brauchen, ist ein... Aua. Ein Erzdetektor. Den wir uns hier vorne ranknallen. Der wahrscheinlich so unfassbar teuer ist. Oh. Oder auch nicht. Ich hab mir den jetzt teurer vorgestellt. Ich würde ja lachen, wenn ich mir das jetzt alles leisten kann. Nein, Eisen reicht nicht. Moment, wir gehen uns kurz ein Inventar voll mit Eisen holen. Also mit Steine. Da sollte eine Ladung... Na, wir machen zwei. Zwei Ladungen sollten definitiv reichen. Düdüm, düdüm, düdüm. Nice. Alles mit, was ich schon... Oder auch nicht. Denn dann haben wir hier ein bisschen... 8 Sensorkomponenten fehlen noch. 7 Sensorkomponenten fehlen noch. Okay, aber sollte definitiv reichen. Um den Kollegen hier fertig zu machen. 2 Sensorkomponenten. Alle Komponenten erfolgreich entnommen. Nice. Was? Ich brauche 2 Herstellungskomponenten. Wieso sagst du mir, ich hätte alles, wenn ich nicht alles hab? WTF? Was stimmt nicht mit dir? So. Wir gehen da rein. Reichweite. Jetzt drehen wir den erstmal auf. Auch wenn der Unmengen an Strom benötigt. Um genau zu sein, 2000 Watt. Aber... Wir können jetzt. Wieso laufe ich jetzt so langsam? Okay, jetzt. Können jetzt über den See fahren. Und Dinge suchen. Zumindest in der Hoffnung, dass wir was anderes finden als Eis.
Was ich hoffe, weil sonst haben wir echt ein Problem. Weil im aller, also ich sag mal, im allerschlimmsten Fall, ich brauche eigentlich alle vier Räder, ne? Dass sich das Teil ordentlich fahren lässt. Muss ich jetzt noch ein bisschen Eisen meinen, weil ich habe halt auf der Hinterachse genau keinen Grip. Muss ich mir jetzt noch etwas Eisen besorgen. Und dann die hinteren Räder vollschweißen und dann gib ihm. Andere Möglichkeit sehe ich jetzt gerade nicht. Dann werde ich hier mal kurz eins Füllung durchführen. Und bin dann gleich wieder da. Whee! Fertig. Ich habe Reifen. Voll schön. Der Punkt ist, ich habe jetzt zwar Reifen, aber der Kollege hier muss hier bleiben. Denn ich kann nicht alles mitnehmen. Im Moment zumindest. Ich werde jetzt noch ein bisschen Eis sammeln, dass die Batterien noch ein bisschen geladen werden. Und dann, hier liegt nämlich noch Eis rum. Der kriegt jetzt eine volle Inventarladung Eis. Dass der ein bisschen was, von mir ist auch zwei Inventarladungen Eis. Ich habe jetzt nur das Loch da drüben genommen, weil ich da halt schon angefangen hatte. Dass die Wasserstoffmotoren was zu tun haben. Und dann werde ich den großen schnappen. Und durch die Gegend fahren. Na, geht doch. Wasserstoff ist fast leer. So, der hat jetzt eine Menge Eis drin. Ich lade meinen Wasserstoff kurz auf. Weil ich habe nämlich hier keinen O2-Generator an Bord. Aber ich kann driving. Jetzt driven wir einmal quer drüber. Auch wenn die Kamera merkwürdige Dinge tut. Und ich weiß nicht warum. Echt nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber ich hoffe, dass ich hier was anderes finde als Eis. Mit 150 Metern Reichweite. Was wir jetzt als erstes kurz tun, ist die Räder einstellen. Die Offroad, das sind ja nur 3x3 Räder, ne? Das, nur, dass wir das mal geklärt hätten. Gehen auf 8% Höhenversatz. 1,50 Meter, boy. Ja, 12% Lenkwinkel ist okay. Reibung, gehen wir mal auf 60%. Jetzt sollte sich das Teil eigentlich ganz ordentlich bewegen lassen. Eis. Mengen und Mengen Eis. Es ist kein Spaß. Escort Carrier. Ich sehe nichts. Der Nachteil ist, ich habe jetzt hier im Grunde nichts an Bord. Aua. Also ich habe kein Gyroskop, weil ich kann keine Large Grid Gyroskope bauen. Nachteil ist, ich sehe auch nichts. Ich gehe mal kurz scouten. Denn ich habe keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Das ist jetzt weniger geil. Das ist nicht so ein Terrain, das ich gerne hätte. Mit dem Teil hier will ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht nachts unterwegs sein. Aber mir bleibt im Moment nichts anderes übrig. Aber hier will ich nicht lang, weil... Das geht schief! Ja.
Weil deswegen. Das ist jetzt ein ganz schlechter Witz. So, er steht wieder hier. Er ist zwar nach wie vor beschädigt, aber er steht wieder hier. Immerhin. Lass mal kurz gucken, wie sehr beschädigt. Okay, es geht. Mir hat es tatsächlich hauptsächlich die Windturbinen abgerissen. Na gut. Okay. Attacka! Nein, nicht schon wieder. Das war jetzt gerade genug Aufwand. Ey. Piss dich, Alte. Okay, Eis ist sehr widerliches Terrain. Also sehr widerliches Terrain. Das ist ja übel. Findet man hier auch was anderes als Eis? Irgendwas. Also ihr seht mittlerweile, es ist bereits Tag. Wow. Okay. Silizium. Das bringt mir jetzt nichts, aber ich werde es auf dem GPS markieren. Ja, geil. GPS. SI. Bam, boy. Okay, es gibt also Erze. Und Silizium habe ich schon mal. Der Punkt ist, ich habe eine Menge Silizium. Ich brauche keins. Ich dachte eigentlich immer, auf diesen Patches hier gibt's Dinge. Aber das Silizium, das war ja ein Bollen. Also so ein Felsbobbel. Unterirdisch sieht es eher mager aus bisher. Der Punkt ist, ich will irgendwann meinen kleinen Mining Boy wiederholen. Weil ich bin jetzt schon... jetzt so weit bin ich nicht von ihm weg. Okay, ich habe schon später ein, zwei Wasserstoffflaschen schnappen und... Huch! Baumbowling. Transportkurier. Gespawnt. Ein, zwei Wasserstoffflaschen schnappen, hinfliegen und gib ihm. Aber bisher ist es sehr mager. Ich finde wenig. Bis nichts. Also ja klar, ich habe jetzt einen Bollen Silizium gefunden. Das ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt die Menge. Ich brauche nur Kobalt. Wenn ich nur so einen Bobbel-Kobalt finde, das reicht. Das reicht zumindest so weit, dass ich da ein bisschen was schnappen kann, zurück zum Eissee und mir dann ein Schiffchen bauen. Weil ich brauche Eis für Schiffchen. Weil ohne Wasserstoff, ne, komme ich halt nicht ins All. Das sollte klar sein. Ich brauche halt Wasserstofftriebwerke. Weil Atmosphärentriebwerke funktionieren, wie der Name schon sagt, nicht im All. Und Ionentriebwerke kann ich nicht bauen, weil ich habe kein Platin. Platin gibt's nur auf dem Mars. Düdüm, das war Discord. Auf dem Discord ist was los. Ich brauche doch nur Kobalt. Ich werde mal weitersuchen. Ich melde mich, wenn ich was finde. Es ist ja fast ein Wunder, aber... Oh nein, das war dumm. Oh nein, das war absolut dumm. Ich kann hier nicht... Scouting Outpost. Oh, nice. Da ist ein Outpost. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich komme hier nicht mehr hoch. Das ist jetzt weniger cool. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr hoch. Also klar, ich habe hier Magnesium gefunden. Was hier eigentlich... Ja, Magnesium. Das ist soweit okay, dass ich hier... Weil ich hätte jetzt hier ein, zwei Inventare voll Magnesium mitgenommen. Gestorben.
Gott sei Dank ist mein Survival Kit hier drauf. Habe ich Stahlplatten? Ja. Ich nehme welche mit. Ich nehme das Zeug aus meinem Body. Also, ich komme gleich wieder. Ich hatte die Trägheitsdämpfer nicht an. Nein. Nein. Naja, also, wie man gesehen hat, ich bin manchmal nicht der Hellste. Das heißt, ich sterbe auch mal. Wieso ich gerade übrigens mit 0% Wasserstoff fliegen konnte, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute, das war so das letzte bisschen, was noch drin war. Die drei hier. Die würde ich gerne mal aufheben. Denn, wenn ich zum Mond fliege, nehme ich Billigwerkzeug mit, nicht meinen hochwertigen Kram. Magnesium. Wupp, wupp. Ja, das ist das Eisen vom vorher, vom Wiederaufstellen. Ne? So, tollen wir hier nämlich noch ein bisschen Magnesium. Und dann gehen wir weiter. Ja, ein bisschen Wasserstoff habe ich, es regnet. Weil ich brauche immer noch Kobalt. Das heißt aber, ich kann mich zumindest minimal bewaffnen. Das bisschen Magnesium, was ich jetzt hier mitnehme, reicht natürlich von vorne bis hinten nirgends hin. Aber lieber, ich habe ein bisschen und ein klein wenig Munition dabei, wie nichts. Wie viel Magnesium gibt... Wie viel brauche ich denn eigentlich für Munition? Wenn ich jetzt hier... Ich kann mir da einfach eine Montageanlage keine... Ich kann verschiedene Handfeuerwaffen machen, ja. Aber ich kann gar keine Munition herstellen. Und nein, das geht ja das mit der fortgeschrittenen Scheiße. Ich kann Wasserstoffflaschen machen. Immerhin. Mach mir mal eine Wasserstoffflasche, dass ich eine habe. ich markiere mir das hier. Als was? Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Ich brauche Enter. GPS. MG. Für Magnesium. Und dann werde ich weitersuchen. Ob ich vielleicht auch noch Kobalt finde. Weil ich suche nach wie vor Kobalt. Und ich will... Boah, ich darf dem Scouting Outpost nicht zu nahe kommen. Schon wieder Magnesium. Das ist nett. Ich darf dem Scouting Outpost nicht zu nahe kommen, weil die greifen mich an. Ne? Ich würde nur mal sagen. Noch ein Magnesium. Das heißt, ich muss mich definitiv von denen entfernt halten. Okay, jetzt baue ich wieder Entfernung auf. Das ist gut. Und mit denen will ich mich noch nicht anlegen. Wie gesagt, unbewaffnet. Ich bin so sehr unbewaffnet, dass ich sogar meine Handfeuerwaffe, mein Gewehr, liegt im kleinen Miner. So gut bewaffnet bin ich. Ich bin richtig vorbereitet. Nicht. Ich suche weiter. Wir sehen uns. So, wie ihr seht, es wird langsam wieder dunkel und ich habe was gefunden. Mein erstes unterirdisches Vorkommen. Ein Eisenvorkommen. Und das ist so riesig. Das bewegt sich mit mir. Na, das war doch hier oben auch nochmal. Ah, hier geht's nochmal weiter. Also das Eisenvorkommen ist riesig. Das ist wirklich riesig. Jetzt ist die Frage, tauchen andere Erze in der Nähe auf? Direkt daneben? Keine Ahnung. Ich werde das, ja, und ihr seht rechts eine Space Pirate Baxter Claim. Will ich nicht näher kommen. Habe ich nicht vor. Gibt nur Stress. Möchte ich vermeiden. Weil, wie ihr wisst, ich bin unbewaffnet. Eisen, Eisen, Eisen. Also Unmengen an Eisen. Diese Eisenader ist gigantisch.
und fängt an diesem Block hier vorne an. Dann GPSen wir das nämlich mal, das Eisen. GPS FE Big. Dann machen wir nämlich hier auch mal, habe ich noch Wasserstoff? Ja, ich habe noch Wasserstoff. Dann schnappen wir nämlich den Bohr. Und laden so ein, zwei Ladungen Eisen mit ein. Ich werde hier definitiv, bevor ich ein großes Schiff baue, beziehungsweise bevor ich den Kollegen hier komplett fertig baue, werde ich definitiv hier Dinge sammeln gehen. Hey, mir wollt hier alles weg. Aber hier habe ich auf jeden Fall ein riesengroßes Eisenvorkommen. Was mich gerade sehr beruhigt, will ich mal sagen. Das heißt nämlich, es ist möglich, was zu finden. Es ist einfach nur selten. Was es jetzt nicht besser macht. Aber ich glaube, ich werde jetzt gleich, bevor ich weiter suche, nochmal nachlesen, ob ich vielleicht einfach falsch suche. Au, ich habe mir gerade wehgetan. Gleich mal heilen. So, ich habe nochmal ein bisschen Eisen. 3600. Ja. Ja, machen wir nochmal eine Ladung voll. Auch mit Steinen gemischt. Da scheiße ich jetzt einfach im Moment mal drauf. Denn ich suche nach wie vor nach Kobalt. So, wir haben 4600 Kilo Eisenerz. Insgesamt schon wieder über 2 Tonnen Eisenbarren. Das ist sehr gut. Und jetzt werde ich mal lesen und nochmal suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist nun im Grunde ein weiterer Ingame-Tag später, also weitere 2 Stunden. Ich habe diese 2 Stunden damit verbracht, im Mod nachzulesen. Wir waren das letzte Mal vorhin da drüben, ne? FE, Big. Das ist jetzt 12 Kilometer her. Ich bin hierher gefahren, also vorne zum See. Ich bin hier hoch und ihr seht da was. Kobalt. Die Umstände, wie ich Kobalt gefunden habe, sind aber, das muss ich ehrlich zugeben, nicht ganz korrekt. Denn ihr seht, wenn ich dem Kobalt näher komme, das wird mir nicht angezeigt. Also mein In-Dings-Erzdetektor zeigt es nicht an. Genauso wenig wie der hier im Fahrzeug. Weil ich bin noch 30 Meter davon weg. Er zeigt es mir nicht an. Denn, ja, ich musste das über Admin-Tools rausfinden und von daher, ja, gab aber im Grunde keine andere. Oh wow, das ist echt nur das bisschen. Prima, richtig. Okay, also ich habe jetzt zwar Kobalt, aber es ist verschwindend gering. Ich werde jetzt hier ein bisschen Kobalt sammeln und dann gehen wir zurück zum See, zu meinem Mining-Fahrzeug und dann bereiten wir uns da mal auf unsere Mondmission vor. Bis gleich. Home Approach. ihr seht, ich verliere ein bisschen Rauchwolken. Ich habe mir irgendwas vorne kaputt gemacht. Ich bin gerade relativ hart auf dem Eis aufgekommen. Das schauen wir uns aber gleich an. Es ist wieder dunkel, weil das wäre sonst langweilig. So, mein Treibstoff ist leer. Wir haben
3700 Kilo Kobalterz. Der Punkt ist, wir haben jetzt 50 Kobaltbarren, 50 Kilo. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von dem Zeug brauchen. Ach Quatsch. Ein Gitter braucht ein Kobaltbarren. Das ist jetzt nicht so der Hammer, was wir dann haben, ne? Echt nicht. Also ich brauche definitiv dann noch mehr Kobalt. Allerdings in dem Ding da oben, ich kann das mal noch offscreen leer räumen. Da sind jetzt noch einige, ich will jetzt nicht sagen Spuren, aber ja, es sind nur noch Spuren im Stein vorhanden. Was ich jetzt allerdings machen muss, ist zum einen, jetzt hole ich gleich mal mein Mining-Fahrzeug, park das mal hier. Und dann locke ich den Spaß hier wieder am Boden, mache Windturbinen dran und dann besprechen wir die nächste Folge. So, tada. Connector ist dran, Landing Gear ist dran, die Windturbinen fehlen noch. Also dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich setze mich jetzt kurz hier rein, ich hoffe, hier ist noch Eis drin. Ja. Okay, dann habe ich zumindest mal wieder Wasserstoff. Zum Konnektoren. Das ist auf Eis gar nicht so easy. Jetzt halten wir das mal an. So. Jetzt nehmen wir den Kolben und gehen in die Geschwindigkeit und bringen den auf die Höhe, wo er eigentlich perfekt ist. Eigentlich so bei 4,6 Metern, ne? Da gehen wir auf 4,6 Meter. Das heißt, wir können den, ja, den können wir ruhig auf 0,5 lassen. Aber hier kann ich dann nämlich nur umkehren. Das heißt aber, reicht die Höhe? Ja, die sollte reichen. Setze ich mich jetzt hier rein. So, jetzt machen wir uns hier nämlich eine Verbinder-Verriegelung umschalten. So, jetzt fahren wir uns hier. Schön gerade, bitte. Ja, ich vermute, ich muss meinen Kolben noch ein bisschen weiter runter. Bin ich doof? Ja, bin ich. War jetzt heute dann leider nicht so spannend, wie erwartet. Aber dafür beim nächsten Mal. So. 4. Verriegeln. Das heißt, wir sind jetzt mit dem Grid verbunden. Das heißt, ich kann hier an den Kolben kann ich nicht. Ich muss jetzt hoch. Ich brauche hier echt einen offiziellen Aufgang. Ich kann in den Kolben dank Build Vision und sag umkehren. Das heißt, ich lade den ganzen Kerl hier ein. Ich sag mal, ist nicht schön. Aber es funktioniert. So, jetzt setzen wir uns hier noch rein. Ich habe nämlich den Landing Gear. Moment, hat der schon gelockt? Ja, der hat jetzt gelockt, weil ich ein bisschen mehr Last hinten drin habe. Der steht nämlich noch auf Autolock. Bam. Das ist sehr gut. Das heißt, ich brauche jetzt nur Blöcke. 1, 2. Ich denke mal 3. Das sollte passen. Und dann, ich habe noch Wasserstoff. Ich brauche Windturbinen. Windturbine. Interne Panzerung brauche ich. Ach ja, und hier habe ich einen Cargo-Container hingestellt. Habe ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen Kobalt. Ja, es kommt doch relativ viel raus. Also, ich hoffe, es reicht. Eine Weile. Und ich hoffe auch, dass ich noch mehr finde. Also, sonst muss ich echt irgendwann ein kleines Kriegsschiff bauen. Ich habe hier noch Metallschrott von meinem Unfall. Raffinerie, mach das mal.
Mach mal den Metallschrott vorher weg. Das gefällt mir nicht. Mach mal so. Das ist nämlich Eisen. Metallschrott ist immer Eisen. Und das nehme ich nicht mal wenig. So. Wow. 8.500 Eisen. Das werden wir brauchen. Das kann ich bestätigen. Wir werden es brauchen. Interne Panzerung. Ich rede zu viel. Ja, weil unser nächstes Projekt ist ja dann jetzt. Ihr wolltet, dass ich auf Risiko spiele. Jetzt habe ich alles zum Risiko Dinge tun. Jetzt wird es dann auch ernst. Nämlich. So, jetzt machen wir hier gleich mal. Machen wir hier nur 3 Windturbinen. Nämlich, wir bauen ein Flugschiffzeugraum-Dings. Und vermutlich gleich eine große Montageanlage. Weil die Basic-Montageanlage kann nicht das, was ich brauche. Akku ist ja sogar relativ voll. Vollständig aufgeladen in 15 Minuten. Wieso lädt der auf? Aktuelle Zufuhr 763 kW. Es ist doch aber noch... Oh. Die 2 Wasserstoffmotoren produzieren noch. Na. Okay. Das ist jetzt auch mal was. Das heißt, wenn ich das alles dann so relativ fix aneinander habe... Oh, oh, mir geht... Ja, mir geht der Treibstoff aus. Haha. Ist da noch... Oh, Gott sei Dank. Ich sollte vielleicht kurz eine Ladung Eis holen. Oh, und ich sollte endlich meine Wasserstoffflasche füllen. Ist ja nicht so, dass ich eine hätte. Ne? So, aber theoretisch kann ich doch jetzt... Ja, das geht auch über hier, weil die Karre mit... Oh, wie geil. Okay, das... Ich habe doch eine Wasserstoffflasche. Mach die mal hier rein. Ja, nice. Ist voll. Ich habe jetzt eine volle Wasserstoffflasche. Yay. Wieder was gelöst. Ja, wir werden nächstes Mal ein Schiff bauen. Welches dazu in der Lage sein soll, halt den Planeten zu verlassen. Warum bin ich kein gefixtes Grid? Also hat er doch nicht verriegelt. Fahrwerk. Verriegelung umschalten. Entriegelt. Okay. Dann brauche ich noch eine Gruppe Räder. Ah nein. Das ist die Räder von dem. Moment. Das müssen wir noch machen. Die 4 Offroad-Räder. Die hier. Bekommen eine Gruppe Base-Räder. Speichern. So, jetzt kann ich nämlich mit der Gruppe Base-Räder, die Gruppe hier, kann ich sagen, nicht erhöhen Leistung. Na, wo ist es? Antriebskraft, Lenkwinkel. Ach, weiter unten. Höhenversatz, Bremskraft. Erhöhen Bremskraft. Ist ja keine Bremskraft. Es verwirrt mich immer wieder. Immer wieder. Das ist verringern Bremskraft. Jetzt kann ich nämlich einfach hier... Zack. Verriegelt. Und schon. Das hat mich fast das Leben gekostet. Fun Fact. Das ist... Sag mal, was produziert der alles? Nicht im Ernst. Produzierst du das jetzt im Survival-Kit? Kann ich das Survival-Kit abschalten? Kann ich das Survival-Kit so machen, dass das nicht produziert? Weil das Teil ist ja bocklangsam.
Weiß nicht. Ich würde das dem Survival Kit gerne verbieten. Das hier war nicht im Montieren-Modus, ne? Jetzt, Moment. Wir machen mal das weiter. Die ist noch nicht ganz fertig. Halt. Jetzt machen wir erst den Bildplaner leer. Und fügen nur das hier zum Bildplaner hinzu. Wenn ich das jetzt hier in Produktion gebe, mach das in der Montageanlage. Das war, weil ich die auf zerlegen hatte. Ich habe da vorhin Zeug zerlegt. Ich Depp. So, dann produzieren wir nämlich gleich mal wieder kräftig Strom. Und dann heißt das nämlich, wenn wir kräftig Strom produzieren, dass wir einen Akku laden können. Und vielleicht, bevor wir zum Mond fliegen, noch einen zweiten und einen dritten Akku hier reinschmeißen. Einfach, dass die Base geladen wird, solange wir nicht da sind. Denn das Flugzeug, das ich bauen werde, wird sehr minimalistisch. Sehr. Das kann ich mir versprechen. Das wird richtig minimalistisch. Und du mach mir schön Kobalt. Ich brauche. Ich weiß, es dauert Ewigkeiten, Kobalt zu raffinieren, aber dranbleiben. Ich bedanke mich bei euch jetzt fürs Zusehen. Es tut mir leid, dass die Folge ein bisschen wirr war und nicht ganz so risikoreich wie gewünscht. Aber nächste Folge. Nächste Folge, da kann ich versprechen. Jetzt haben wir das ganze Material. Also wir haben wirklich eine Menge Material jetzt. Wir haben einen Haufen Nickel, wir haben einen Haufen Silizium. Wir haben einen Haufen Eisen. Ja, okay, gar nicht mehr so viel. Ich habe schon wieder eine Menge verbraucht. Ich habe aber noch einen Haufen Eisenplatten. Und ich habe Kobalt. Das heißt, ich kann Triebwerke bauen. Wasserstofftriebwerke. Eis habe ich genug und dann ist der Mond. Ich sehe den Mond nicht. Ja, auf jeden Fall irgendwo da hoch. Beziehungsweise jetzt wahrscheinlich da unten. Aber wir fliegen zum Mond. Zumindest werde ich das erste Mal probieren. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin noch nie zum Mond geflogen. Und wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare ein Hashtag Pommes to the Moon. Und bis dahin sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Und ich werde die nächste Folge relativ zeitnah aufnehmen, weil ich will jetzt zum Mond. Bis dahin haut rein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.